Servus! Hi, ihr Lieben! Hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike mit Heidi und Mike. Ja, in unserem heutigen Video wollten wir euch ein kleines Fazit liefern von unserem Bretagne-Urlaub und wollten euch das Pendant zu unseren ersten paar schönen Tagen und zu dem letzten Tag, den wir da verbracht haben, erzählen und warum wir am letzten Tag die Heimreise angetreten haben. Genau. Also wie gesagt, bei Ankunft war das Wetter eigentlich ganz vertretbar. Strahlender Sonnenschein, ein leichter Wind und da konnte man auch zum Teil draußen sitzen. Und beim letzten Tag war es natürlich nicht so. Da war ein wirklich strammer Sturm und da sind sogar die Stühle, die man an den Tisch geklappt hat, die sind durch die Gegend geflogen. Und man hat auch nicht die Möglichkeit, sich da gemütlich draußen abends vor allen Dingen auch mal hinzusetzen. Ne? Nee, die ganzen anderen Tage war das Wetter schön. Das heißt schön in dem Sinne, wir hatten strahlend blauen Himmel, wir hatten Sonnenschein, aber der Wind war halt immer da und wir haben bis zum letzten Tag halt eben den Ausschalter für diesen Wind nicht gefunden, was tatsächlich letztendlich dazu geführt hat, dass wir abgereist sind. Genau, aber auch der starke Wind konnte uns natürlich nicht abschrecken und da sind wir trotzdem unsere Tour gelaufen an der Küste entlang, weil ich habe im Internet ein bisschen recherchiert. Da gab es verschiedene Punkte, schöne Felsen und die haben wir uns natürlich auf jeden Fall angeschaut und die werden wir auch zeigen jetzt. Ne? Genau. Ja, heute Morgen sind wir ein bisschen on Tour. Wir gehen jetzt mal den Küstenstreifen entlang und man deckt hier immer wieder jede Menge Gesteinsformationen. Wunderschön. Also tolle Gegend hier. Ja, also es ist wirklich, es ist wild romantisch und heute haben wir genau konträr zu gestern. Wir haben heute einen extrem stürmischen Tag und wir sind auch heute Nacht wirklich durchgerüttelt worden mit dem Wohnmobil. Ja, das war wirklich extrem. Ne? Das Gleiche hatten wir ja schon mal in Kroatien, aber nichtsdestotrotz ist es unheimlich schön und wir genießen jetzt heute Morgen die Wanderung. Das ist das optimale Wetter. Durchgebraten werden wir zu Hause noch früh genug, genau, wenn es so warm wird. Also wir lieben eigentlich auch dieses raue Klima ab und an sehr. Wir haben aber auch nichts gegen den Sommer. Nee, haben wir nicht. Wenn jetzt das Bild ein bisschen wackelt, das ist halt dieser starke Wind. Ja, ne? Es ist wirklich unglaublich. Ja. Aber die Gegend hier, kann man nur empfehlen. Das ist ein Träumchen, ja. Genau. Jetzt dachten wir gerade hier, wir kommen an einen Ort, da gibt es bestimmt ein Geschäftchen. Das ist ein reiner Ort mit Ferienhäuschen. Gibt's genau nichts? So ist es. Ja, ne? Gerade hier? Da gibt es eigentlich hier nichts in der Nähe. Da? Ja. Ja, Schatz, guck mal, die haben das Haus an den Stein gebaut, ne? Ja, das hier, das sind natürlich Ferienhäuschen der ganz besonderen Art. Die sind wirklich richtig, richtig schön. Ach, wunderschön anzuschauen, ne? Von der Bauweise her und... Ja. Ja. Oh, jetzt wackelt es noch mal ein bisschen. Die haben natürlich nicht eine Menge Holz vor der Tür, die haben eine Menge Steine vor der Tür hier. Ich zeig's mal gerade. Ja. Ist klasse, ne? Ja, das ist sehr, sehr schön. Vor allen Dingen haben die hier alle einen direkten Blick aufs Meer. Und das ist eine ganze, also wir haben jetzt noch kein einziges Privathaus gesehen, ne? Nee, eigentlich noch nicht, ne? Schön. Und wenn wir jetzt ein Geruchsvideo hätten. Ja, Meeresluft. Das ist ein Träumchen. Ein Träumchen. Ja. Und da hinten spielt kräftig einer Musik. Ne? Ja, verschüttert das hier im Hintergrund. Der sitzt da auf so einem Felsen. Und wenn ich nicht erst diese Knieverletzung gehabt hätte, wäre ich da hinten, wo der Mike eben die schönen Aufnahmen gemacht hat von dem kleinen Häuschen in den Felsen, wäre ich wirklich da hochgeklettert. Ja. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Blessing me every day. I was down with an illusion.
Jetzt sitzen wir hier auf dem Felsen und schauen mal wieder aufs weite Meer. Wunderbar. Da hinten ist noch so ein kleiner Hafen, ja. Anscheinend so ein kleiner Fischerhafen. Da gehen wir nachher auch noch hingucken. Liegen jede Menge Boote im Hafen und da schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Ne? Ja. Und ich sehe Wasser, Wasser, Wasser überall und ich habe nichts zu trinken. Ich habe den Sprudel vergessen. Ja, egal. Ja. Du hast den Sprudel vergessen, mein Michael. Ich vergesse immer alles. Das ist halt so. Das, ne? Ist das. Was will ich machen? Ich habe immer so viel dabei, so viele Hände habe ich gar nicht, weil ich hier immer rumschleppen muss. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir hier wieder an den Steinen und Felsen gelandet. Das sieht wirklich aus wie von Hand gemacht. Ich habe schon mal gesagt. Genau. Und wo wir jetzt herkommen, da hinten ist ja unser Campingplatz. Und da scheint tatsächlich schon die Sonne. Das heißt, wir könnten heute Mittag durchaus noch einen richtig sonnigen Tag bekommen. Das weiß man hier nie so genau. Es ist immer ein bisschen wie Weihnachten. Weiß man nicht. Aber so ein bisschen raus, Klima, habe ich ja ganz gerne. Ja, ne? Also ich habe das auch sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, auch im Sommer. Aber jetzt haben wir uns hierzu entschieden und ich bin da sehr glücklich drüber. Und wenn wir nach Hause kommen, werden wir wohl wieder fluchen. Genau. Naja, so ist es. Dann ist es schon wieder zu warm. Genau, ja. I dare you dig a little deeper. It makes you feel a little stronger. Who knows what you may find. You'll see in your own time. It might just take a little longer. It all goes by so slowly. Ooh, you waited your whole life. Your days turn into nights. Now let the wind. Und bei dieser Wanderung am letzten Tag, die sehr, sehr abenteuerlich war, halt eben auch, weil es so stürmisch war, das hatte ja schon was. Ja. Aber leider Gottes habe ich das Problem, meine Augen vertragen das überhaupt nicht. Trotz Brille hatte ich eine massive Entzündung und konnte halt eben auch am letzten Tag fast dann nicht mehr vor die Tür gehen. Aber bei der Gelegenheit haben wir einen sehr, sehr schönen Campingplatz entdeckt. Ja, der hat leider noch geschlossen, aber am 17. Juni macht er auf. Und wie gesagt, es ist auch ein reiner Naturcampingplatz. Ja. Also eher so Stellplätze, aber so ein bisschen inselförmig angelegt. Da haben wir auch ein, zwei Aufnahmen, die zeigen wir natürlich auch noch. Ne? Ja, und dieser Campingplatz hatte auch so seinen ganz besonderen Charme. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir nochmal in die Gegend fahren, dass wir den auch ganz gerne mal anfahren würden. Aber vielleicht war der Wind ja auch gerade halt eben um diese Zeit so stark vertreten, als wir da waren, ne? Dass das nicht immer so ist. Ja, das Ganze hat dann dazu geführt, dass wir die Strecke wieder halbiert hatten, weil wir hatten ja noch genügend Zeit und haben dann auf der Heimfahrt nochmal auf unserem schönen Stellplatz oder vor dem Stellplatz nochmal übernachtet. Ne? Das in Bontable, glaube ich, ist der Ort. Ne? Und ja, da ist es eigentlich, oder ist es sehr schön, sehr ruhig, wunderbar. Also uns hat der Platz gut gefallen als Zwischenstopp. Ne? Genau, wunderschön gelegen. Ne? Genau. Also das war wirklich ein Träumchen. Und natürlich haben wir dann die Gelegenheit genutzt, auf einer unserer Lieblingsstammplätze an der Mosel zu fahren und noch ein paar schöne Tage zu verbringen, der da wäre. Ja, da sind wir wieder in Klüsserath gelandet. Ne? Und das stehen wir ja öfters. Und so als Platz zum Zwischenstopp und ein, zwei Tage Erholung ist ja immer gut. Ne? Ist immer gut. Und wir haben da natürlich auch unsere ganz spezielle Wanderung, die wir immer machen, wenn wir da sind. Wir hatten damals ein Video gemacht mit dem eigenen Wanderweg, den wir selber eigentlich für uns erfunden haben, den wir dann auch eigentlich täglich gehen, wenn wir da sind. Genau. Das Video verlinken wir euch. Das verlinken wir. Das ist so ein Gehweg an der Salm vorbei, durch Salmtal. So circa 6 bis 7 Kilometer, wunderbar, ein kleiner Rundweg, immer schön angenehm zu gehen, morgens oder abends.
eine tolle Sache. Dann, jetzt kann man eigentlich behaupten, so die letzten 3 Wochen waren wir eigentlich, nach der Kindtaufe, waren wir summa summarum vielleicht 2 Tage zu Hause, ne? Ja. Länger nicht. Und so war es auch dann dieses Mal, als wir dann von Klüsserath kamen, sind wir nach Hause aus dem Grund, denn wir haben sehr lieben Besuch erwartet. Ja, und zwar von Lotti, von dem Kanal Lotti on Tour von Moni und Jörg. Und da gab es mal noch einen Wichtel zu verschenken, den die bei einer Losung vor einem Jahr gewonnen hatten. Mhm. Und man kam eigentlich nie dazu. Sie wollten ihn persönlich abholen. Und ja, jetzt ist es dann endlich dazu gekommen. Ja, ne? Und da haben wir uns unheimlich drüber gefreut. Da haben wir natürlich auf den, man hätte ja jetzt durch diesen Feiertag, hätte man ja wieder direkt einen schönen Urlaub dranhängen können, weil es ja viele freie Tage waren. Aber für Moni und Jörg haben wir da sehr, sehr gerne drauf verzichtet. Das sind ganz liebe und wertvolle Menschen, also da sind wir sehr froh und wir können uns auch vorstellen, dass da eine richtige Freundschaft entsteht. Also die Chemie hat voll gestimmt, wir hatten unheimlich viel Spaß, wir hatten viel zu lachen und wir haben bei uns schön gemütlich Kaffee getrunken. Dann sind wir nach Siersburg auf den schönen Campingplatz. Ja, und dort haben wir noch einen schönen Grillabend vollbracht und wir haben es uns gut gehen lassen. Ne? Jetzt kommen wir zum zweiten Gewinner. Lotti on Tour für den Feuervogel, Moni und Jörg. Lotti on Tour für den Feuervogel. Das finde ich super. Und dazu muss ich sagen, die Moni hat gesagt, Moment, wenn Janine, sie ein Wichtel gewinnt, kommt sie höchstpersönlich bei uns nach Hause abholen. Da sind wir gespannt. Moni, wir nehmen dich beim Wort. Genau. Super. So. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Genau, dann bleibt dran. Ja, wir sind jetzt auf dem Campingplatz in Siersburg angekommen und haben uns hier ein nettes Plätzchen ausgesucht. Wir haben noch ein bisschen Sonne und ja, das ist richtig gemütlich und schön. Genau, sehr ruhig, sehr idyllisch. Hier ist direkt auch ein Flüsschen vor der Tür. Die Nied. Genau, die Nied. Und vielleicht springen wir da morgen rein, wenn wir verrückt genug sind. Ja, den Campingplatz wollen wir euch auch nochmal vorstellen. Und und euch mal zeigen, was es alles hier so gibt. Genau. So, und jetzt? Ja. Und jetzt haben wir heute endlich mal die Gelegenheit, der Moni und dem Jörg diesen Wichtel aus der Kiste zu übergeben, den sie bei der Verlosung durch Ziehung unserer Tochter gewonnen haben. Genau. Und das haben wir jetzt nach einem Jahr hinbekommen. Schnell. Aber, ja. Express geliefert. Also ja, das ist ja auf jeden Fall, weil mit dem eigentlichen Wichtel ist ja noch was passiert, ne Schatz? Ja, also es ist jetzt leider nicht der grüne, der Originalwichtel. Der saß jetzt wirklich ein Dreivierteljahr, saß der bei uns auf der Leiter im Wintergarten. Ja. Ja, bis der Tag kam, an dem der Hund unserer Tochter sehr großen Gefallen an ihm gefunden hatte. Ja, und hat ein bisschen auseinandergenommen. Ja, sag mal, Rocky hat gefightet mit dem Wichtel und da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ne? Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wie im Film, ja. Rocky hat gewonnen. Rocky hat gewonnen, genau. Aber das konnten wir ja so nicht stehen lassen. Da gibt es natürlich einen neuen, einen braunen. Und den übergibt der Mike jetzt der Moni. Ja, das werde ich jetzt tun. Ja. Also holen wir das gute Stück mal aus der Kiste. Der Wichtel aus der Kiste. Genau. Ja. Also, damit ihn auch jeder sieht hier. So, dann übergebe ich den jetzt feierlich Moni und Jörg, danke, euer Hauptgewinn. Oh, danke, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben und, müssen wir noch einen passenden Namen finden. Ja. Ne? Genau. Ja, da könnt ihr euch einen schönen Namen aussuchen. Denn passend wäre ja vielleicht Rocky. Ja, genau. Ja, oder Miley. Ja, nee. Schön, sehr schön. Vielen lieben Dank. Müssen wir uns noch einen schönen Gerne. Platz aussuchen für dich, Rocky. Ne, hat uns gefreut, dass wir den jetzt mal endlich übergeben konnten. Ja, genau. Ich meine jetzt und mal. Ich hoffe, er bereitet euch viel Freude und hat auch viel oder bringt auch viel Abenteuer
die ihr erleben kann mit euch. Und, genau. Ja. Mit Sicherheit. Du fährst, mit Sicherheit, genau, ne? Du fährst jetzt immer mit uns. Ne? Vielleicht setzen wir den vorne ab Armaturenbrett so drauf. Oder da. Aber Moni, wichtelverliebt seid ihr ja sowieso, ja, oder du, ja, gell, auf jeden Fall. Genau, das, ja, war also der, ja, das war der passende Hauptgewinn. Ja. Oh, ja, ja, sehr schön. Ja, dann lieben, lieben Dank. Ja, lieben, gerne. Lieben Dank. Ja, es, gerne, hat uns gefreut, wie gesagt. Und ihr seid ja auch jetzt extra hierher gekommen. Das war ja doch schon ein paar Kilometer, denke ich mal. Ne? Ja, ich, und, 240 oder so, ja, oder 260. Ja, ne? Ja, 200, um die 265 Kilometer, ja, sind, ja, wir, und, extra für Rocky gefahren. Ja, das ist schon toll. Ne? Und jetzt machen wir uns natürlich auch noch einen schönen, ja, Abend hier. Ne? Ja, genau. Und das war natürlich das Schönste an der ganzen Sache, dass wir die beiden persönlich kennenlernen durften. Genau. Das sind zwei ganz, ganz liebe. Danke für die Komplimente. Ja, hat also uns sehr abonniert gefreut, den Kanal. Ja, ein toller, damit Kanal. Damit ihr nichts verpasst, ein toller Kanal, ja. Momentan befinden wir uns wieder in Klüsserath, denn... Genau, denn da ist das vierte Wohnmobiltreffen. Ja. Und wir sind jetzt schon seit Montag hier und bleiben natürlich bis zum Ende. Und jetzt kommen, so langsam werden die leeren, ja, Plätze hier noch gefüllt. Ja, wir hatten heute jetzt noch Glück eigentlich, genau, mit unserem Platz. Ja, und wir stehen am Wasser. Wir stehen am Wasser. Ja, ja. Es werden heute noch 400 Autos erwartet. Und morgen beginnt der offizielle Teil mit allem drum und dran, was man sich, das ganze Programm, was man sich nur vorstellen kann. Da freuen wir uns tierisch drauf. Wir haben auch schon ganz viele liebe Bekannte getroffen, YouTuber, gell? Ja. Das ist richtig. Ne? Ja. Und auch andere. Den sagen wir jetzt, ja, alle hier noch einen schönen Gruß. Ne? Ganz liebe, liebe Grüße. Und die Nicole, die war heute Morgen schon zum Kaffee trinken bei mir. Ja. Ja, und es ist wirklich richtig schön. Wir sind eine richtig schöne Gemeinschaft. Ne? Genau. Und über die ganzen Ausschnitte, wo wir hier noch drehen, die zeigen wir natürlich im nächsten Film. Ne? Genau. Vielleicht heute noch was Kleines. Genau. Und, aber das Ganze im nächsten Film. Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und Servus, eure Maylis. Ja. I look back upon the life I have lived and the choices I have made. What do I see? All hell fails when I try to push my way. But when I gave in, all life's good came running at me. With an open heart and mind and arms laid down, you're a wall of hate and arms let in the light of day and let Jesus show the way. But hey, I'm not religious in an old sense. I can't stand the way that most priests are.